Ja, herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Industriekultur in Wort und Bild. Ich weiß gar nicht, die wievielte Veranstaltung das heute ist, aber wir haben auf jeden Fall einen hochinteressanten Titel. In der ersten Veranstaltung dieses Doppelabends heute geht es um die Asse, und zwar hier im Raum Wolfenbüttel. Aber eigentlich die Asse aus Sicht der Stasi, also ein bisschen anders aufbereitet, als wir das sonst so kennen. Wir sind hier in Braunschweig im Kuferhaus, und wir sind dabei, ein Stück weit Industriekultur sichtbar zu machen, und machen deswegen auch diese Vortragsreihe. Industriekultur im Braunschweiger Land und überhaupt Industriekultur hier in der Region. Ich würde Ihnen dazu gerne einen kurzen Film zeigen, damit Sie die Arbeitsgruppe Industriekultur in der Braunschweiger Landschaft ein bisschen kennenlernen. Jetzt muss ich das wieder rausschalten, da unten auf den Film gehen und einmal reinticken. Geht natürlich auch wieder nicht. Und dann fahren wir den los. Die Arbeitsgruppe Industriekultur verbindet Menschen und ihre Lebensgeschichten, Themen und Orte und alle Akteure, die sich zu diesem Thema in der Region engagieren. Die Arbeitsgruppe Industriekultur Bildungserlebnissen umbauen. Ja, die Arbeitsgruppe Industriekultur ist 2020 gegründet worden, und ich bin der Sprecher dieser Arbeitsgruppe. Mein Name ist Horst Splett, und was Sie da gesehen haben, haben wir im letzten Jahr hier in der Region aufgenommen. Die ein oder anderen Bilder werden Ihnen bekannt sein. Das ein oder andere kann man sich einfach auch mal anschauen. Hier am Ringgleis, wo wir jetzt hier uns in Braunschweig befinden, gibt es ja ein Freilichtmuseum, wo man eine ganze Menge Industriekultur aus dem Braunschweiger Raum sehen kann. Was wir aber heute in dem Vortrag hören, das ist ein bisschen weiter weg von diesem Ort hier, ungefähr 20 Kilometer. Und der Dr. Rainer Gellermann hat dazu... Du machst dir das selber wieder vernünftig groß, ja? Hat dazu einen Vortrag mitgebracht, den ich sehr spannend finde, weil man mal einfach die Asse und das Thema dort mal aus Sicht einer anderen Welt sich anschauen kann, nämlich aus Sicht der Stasi. Rainer Gellermann ist in den 50er Jahren geboren, in dem vergangenen Jahrhundert, schreibt er mir hier auf, ist Physiker, Träumer und Strahlenschützer. Die Region zwischen Wendland und Harz hat ihm das dabei besonders angetan. Mit dem Rainer Gellermann ist aber auch in der Arbeitsgruppe Literatur und deswegen auch als Literat unterwegs. Und wir sind auch gerade noch dabei, eine Veranstaltung für den 7. August zu planen. Da wollen wir nämlich mit dem Esslinger auch zur Asse rausfahren. Das ist ein Zug bei uns. Und wir werden dort ein Thema machen, heißt Skat mit Asse, die Gefühle eines Bergwerks. Da wird die literarische Seite von ihm noch ein Stück weit besser rauskommen. Rainer, ich habe jetzt genug gequatscht. Ich übergebe jetzt einfach mal an dich. Bitte, dein Part. Okay, danke Horst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Thema steht hier schon, es hat sicherlich einige von Ihnen interessiert. In der Ankündigung stand aber auch schon drin, dass ich vier kleine Geschichten eigentlich erzählen wollte und nicht nur über die Stasi berichten. Das Thema ist insofern sowieso anstrengend, weil die Stasi wenig Musik, wenig erbauliche Fotos oder so in den Archiven hinterlassen hat, sondern nur trockene Texte, auf die komme ich dann später. Um das Ganze ein bisschen einzurahmen, habe ich gedacht, erzählen wir noch ein paar andere Geschichten. Und bevor ich mit den Geschichten beginne, habe ich gedacht, jede wirkliche Geschichte beginnt ja irgendwo im Dunkeln. Und dann habe ich mir überlegt, in welchem Dunkeln sollte ich beginnen?
vielleicht bei Hegel, um die Widersprüche aufzuzeigen, aber ich habe mich entschieden für jemanden anders, nämlich für Liebig. Justus Liebig taucht auch bei der Webseite der BGE als ein Ausgangspunkt für den Salzbergbau hier in dieser Region auf. Justus Liebig, 1803 geboren, erlebte in seiner Kindheit schon ein Jahr mit großer Hungersnot in Europa, wurde relativ zeitig Professor und schrieb als doch noch junger Mann 1840 ein Buch über die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie und erklärte darin die Bedeutung der Mineraldüngung. Das war in einer Zeit, in der Hunger durchaus noch ein Wort war, was man nicht nur aus fernen Ländern kannte, sondern auch aus eigenem Erleben, von so großer Bedeutung auch, dass es zum einen in 34 Sprachen bald übersetzt wurde, also ein wissenschaftlicher Bestseller war, wenn man Wikipedia glauben darf, aber auch ein Anlass war, die Agrarproduktion in Deutschland deutlich zu steigern. In den Unterlagen, die ich sichten konnte, Wikipedia an dieser Stelle, muss ich gestehen, von 1873 bis 1913 ist die Agrarproduktion in Deutschland um 90% gestiegen. Und das lag natürlich nicht daran, dass jemand einen schlauen Gedanken hatte, sondern es lag daran, dass die Industrie diesen Gedanken aufgegriffen hat und die Leute quasi die Industrieprodukte, sprich nämlich die Mineraldünger, genutzt haben auf ihren Äckern, um daraus etwas zu machen. Und wenn man jetzt zurückschaut und heute guckt, wie der Ökolandwirtschaft auf Mineraldünger guckt, dann sieht man, dass es so euphorisch eigentlich gar nicht mehr gesehen wird. Das heißt, für mich, auch aus Liebig und dem, was ich Ihnen hier von der Chemie sozusagen erzählen wollte, beginnt die Geschichte und endet irgendwie in einer Euphorie und endet in einer Frage. Jetzt zu den einzelnen Geschichten. Die erste Geschichte, so stand es auch im Programm, sollte von der guten alten Zeit erzählen. Und ich würde gleich mal reinsteigen in die Geschichte des Kalibergbaus, die eigentlich in Deutschland begann, 1856 in Staßfurt. Und der erste Schacht, der dort genutzt wurde, um Kalisalze abzubauen, ist 1900 schon aufgegeben worden, musste aufgegeben werden, weil er abgesoffen ist, weil einfach Wassereintritte in diesen Schacht einen weiteren Betrieb unmöglich machten. Der erste Schacht hier im Braunschweiger Land wurde 1884 in Finnenburg errichtet. 1898 kam dann ein Schacht in Hedwigsburg, das ist jetzt in der Gemeinde Kissenbrück hinzu. Der Hedwigsburger Schacht ist 1921 abgesoffen und 15 Jahre später gab es genau an der Stelle dieses Schachtes einen Erdfall, dessen Restloch man noch jetzt sieht, rechts von Ihnen und von mir hier hoffentlich zu sehen. Dieser Teich, der durchaus, unten rechts ist ein Gebäude zu erkennen. Sie sehen, das ist nicht ein ganz kleines Löchlein, sondern das sind schon 100 Meter und mehr Durchmesser und auch mehr als 10 Meter Tiefe hat dieser Teich noch quasi zusammengebrochen ist. Und es gibt eindrucksvolle Bilder in den Archiven, wie es aussah, als quasi dieser Erdfall stattfand. Links daneben sehen Sie den Erdfall des Zusammenbruchs des Schachtes Finnenburg, der 1930 auch abgesoffen ist innerhalb weniger Tage und der dann einen Erdfall auslöste, ein 70 Meter tiefes Loch. Die große Erdrutschkatastrophe in Finnenburg heißt es dazu in Wikipedia und der Krater war 70 Meter tief. Bei der Asse ist das natürlich alles ganz anders. Dort gibt es auch Schachtanlagen, die abgesoffen sind, aber es gibt nicht solche Erdfälle, wie sie in den anderen Gebieten jetzt hier gezeigt worden sind. Der Schacht 1 bei Widmer auf der Asse wurde 1900 abgeteuft und 1899 begann so um 1900 rum mit der Förderung und ist allerdings auch schon nach relativ kurzer Zeit 1906 abgesoffen. An dieser Stelle stand auch eine Düngefabrik, Chlorkalifabrik genannt, die dann noch lange Zeit betrieben wurde und mit dem Förderband vom Schacht Asse 2 mit den entsprechenden Mineralsalzen versorgt wurde. Nach 1911 begann man dann auf der Asse noch weiter östlich bei Kleinfahlberg mit dem Bau eines Schachtes, der als Schacht Asse 3 dann in die Annalen eingegangen ist. Der dauerte aufgrund des Krieges, des Ersten Weltkrieges, ziemlich lange.
Der wurde nie fertiggestellt und ist 1923 aufgrund von Wasserzutritten abgesoffen. Die Schachtanlage, um die es heute gehen soll, ist die Schachtanlage Asse 2. Schachtanlage immer römisch 2. Der Schacht, der dazugehört, in dem man einfährt, heißt dann Schacht arabisch 2. Der Schacht 2 der Asse ist hier links auf dem historischen Foto zu sehen, das sich dankenswerterweise wie eine Fotos aus dieser Vorstellung hier von der BGE übernommen habe, mit Erlaubnis der BGE, wenn ich es richtig interpretiert habe. Rechts daneben ein Foto, das ich jetzt vor wenigen Tagen in Wismar gemacht habe, Salzbergwerk Asse 1899 bis 1964. In dieser Zeit wurde nämlich zunächst bis 1924 vor allem Kalisalz gefördert, danach eigentlich fast ausschließlich nur noch Steinsalz. Um auf das Thema zurückzukommen, was die Asse auch heute ausmacht, aber auch von einer etwas anderen Perspektive aus, lassen Sie mich einen kleinen ersten Exkurs in die Radioaktivität machen. Ich bin nun mal Physiker, tut mir leid. Und ein Kollege hat mir dieses schöne Kali-Handbuch für das Jahr 1925 zur Verfügung gestellt. Und da steht drin, wie viel Doppelzentner Kaliumoxid in diesen Jahren seit 1906, das ist der Beginn Asse 2, die Förderung im Asse 2-Schacht begann, gefördert wurden. Das kann man umrechnen dann, wie viel chemisches Element Kalium da drin ist. Und als Physiker kann man auch umrechnen, wie viel Radioaktivität dort quasi drin ist. Denn Kalium ist nun mal natürlicherweise radioaktiv. Und eine Tonne Kalium enthält immerhin 31,6 Millionen Becquerel Kalium-40. Und dann, wenn man das ausrechnet, wurden in diesen Jahren von 1909 bis 1924 aus dem Schacht Asse 2 insgesamt 2100 Milliarden Becquerel Kalium-40 extrahiert, abgebaut und als Dünger auf den Feldern verstreut. Nach 1924, die Geschichte ging weiter, es wurde im Schacht Asse 2 Steinsalz vor allem noch abgebaut, gab es ein anderes wichtiges Ereignis, das die Zeit prägte und das mich zu einem kleinen Exkurs in die Wissenschaft nochmal verleitet hat. Der Exkurs 2, Sie sehen hier den Tisch, auf dem Otto Hahn und Fritz Strassmann kurz vor Weihnachten 1938 die Kernspaltung entdeckt haben. Und Horst hat es schon erwähnt, ich bin auch ein bisschen in der AG-Literatur tätig. Und bevor ich zur AG-Literatur kam, habe ich schon diese kleine Broschüre mal geschrieben. Wir haben sie auch schon mal aufgeführt. Und da heißt es 1938, die Entdeckung im KWI, dem Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin, im KWI, die Lichter brennen in einem Kolben-Radiumfeld. Dann schreibt ein Mann, was wir erkennen, ist etwas Neues von der Welt. Wir glauben kaum, was wir hier sehen. Atome platzen ohne Zahl. Chemie bringt Klarheit in das Leben nach vielen Wochen voller Qual. Zwei Engel sind hinzugetreten. Kein Auge hat sie kommen sehen. Sie gehen zum Schreibtisch hin und beten und wissen wohl, was kann entstehen. Gesegnet sei das Wissen heute, ist edle Frucht von Fleiß und Mühe, ist Gottes Gabe für die Leute, die auf ihn bauen, spät und früh. Doch wird euch dieses Wissen leiten allein zu Tugend und Genuss oder wird es euch begleiten, bis alles Lüge werden muss? Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, unsichtbar jedes Menschen Blick, sind sie gegangen wie gekommen, doch Gottes Frage blieb zurück. Das war sozusagen der Einstieg in eine neue Technologie, wiederum mit Wissenschaft beginnend. Und 1956, der Exkurs 3 jetzt, der Atomplan der SPD, die mit voller Begeisterung schrieb in ihrem Plan, die kontrollierte Kernspaltung und die auf diesem Wege zu gewinnende Kernenergie leiten den Beginn eines neuen Zeitalters für die Menschheit ein. Kernenergie muss in solchen Umfang erfolgen, dass wir nicht mehr so viel Kohle importieren müssen und so weiter. Das Interessante, ich habe hier nur ein paar Ausschnitte dargestellt, das Interessante, wenn man dieses Programm liest, ist das fehlende Wort. Das fehlende Wort heißt wohin. Und das fehlende Wort heißt nicht nur wohin, das heißt auch wohin mit den Resten dieser Technologie. Und das fehlt in diesem Programm.
Und darüber werden wir ja sicherlich jetzt in der weiteren Geschichte noch ein bisschen zu berichten haben. Die Geschichte 2 erzählt nämlich so ein bisschen von der Wissenschaft, die 1964, 65 dann dieses Bergwerks Asse II sich bemächtigte oder bemächtigt wurde von Seiten der Regierung eigentlich aus, denn 1965 nach einigen Vorverhandlungen erwarb der Bund die Schachtanlage Asse II und die Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung wurde der Betreiber. Und die Geschichte, die jetzt hier ganz kurz dargestellt ist, auch diese ikonografischen Bilder der liegenden und der rollenden Fässer in dieser Schachtanlage, kennen Sie sicherlich zur Genüge. Es wurden also von 67 bis 78 125.000 Fässer mit schwach radioaktiven Abfällen und von 72 bis 77 etwa 1.300 Fässer mit mittelradioaktiven Abfällen, radioaktiven Abfällen oder Atommüll zu Forschungszwecken in die Schachtanlage Asse II eingelagert. Der Zustand des Bergwerkes wird heutzutage in jeder besseren Pressemitteilung immer als marode bezeichnet. Seit 1988, und ich sage Ihnen gleich noch, warum das Fragezeichen dort steht, sind Zuflüsse dokumentiert und 1995 wurden die Forschungsarbeiten beendet. Die Geschichte ist, wie gesagt, in dieser Region schon so oft erzählt worden, dass ich versucht habe, sie etwas anders mal aufzumachen und habe mich also, dank Herrn Koch, in das heimatgeschichtliche Archiv Jürgen Kummlehn in Wolfenbüttel begeben, der einen großen Fundus an Zeitungsmeldungen auch zur Asse aus den beginnenden 60er Jahren bis in die 80er Jahre hinaus hatte. Und dort habe ich mir einige Zeitungsartikel kopieren dürfen und ich habe wenige davon jetzt natürlich für diesen Vortrag genutzt. 1964 stand also die Frage, wird das Asse-Bergwerk zur Atommüllgrube? Und interessanterweise, das muss man schon sagen, im Bundesministerium wird ernstlich darüber nachgedacht, habe ich Ihnen hier groß rauskopiert, ob aus dem Steinsalzbergwerk Asse, das demnächst stillgelegen wird, die zentrale Grube für den im Bundesgebiet anfallenden Atommüll gemacht werden soll. Da steht es eigentlich schon sehr klar drin, was die Absicht war, nicht in erster Linie Forschung zu betreiben, sondern eine Grube für den Atommüll ihrer Zeit zu finden. Wichtig war mir, und da war ich durchaus überrascht, dass bereits schon 1964 der erste Protest gegen den Atommüllplatz Asse in den Zeitungsmeldungen auftauchte. Protest und kein Atommüll, trotz der Werbungen, die es gab, dort das Ganze etwas harmlos darzustellen. Im April 1967 begann dann die Einlagerung in der Wolfenbütteler Zeitung, ein großer Artikel, wurde jetzt vor kurzem auch von Bürgerbewegungen nochmal daran erinnert. Der erste Atommülltransport ist eingetroffen. Und wenn man aus dieser Zeitung mal, das kann man ja so nicht lesen, deswegen habe ich den ersten Teil mal rauskopiert, etwas größer sich das anguckt, steht da drinne von Seiten des Betreibers, wenn auch nur ein Funke von Wagnis oder Gefahr mit unserem Vorhaben für die Menschen dieser Landschaft verbunden wäre, würde ich Ihnen niemals meine Hand, meine Arbeit geboten haben. Solche Dinge kann man nicht politisch, nicht polemisch behandeln. So sehr die Besorgnisse damals verständlich erscheinen mussten, schreibt dann die Zeitung weiter, der fachmännischen Kritik konnten sie nicht standhalten. Interessant ist auch vielleicht das Bild, das ich von der BGE nochmal übernommen habe aus ihren Unterlagen. Da sieht man, wie es damals auf dem Betriebshof aussah. Und man sieht, dass es doch, sagen wir mal, sehr rustikale Verhältnisse waren und kein sauberes Forschungslabor oder sowas Ähnliches, sondern man fing doch erst einmal an. Dann habe ich in den Unterlagen etwas sehr Interessantes gefunden und ich weiß nicht mal genau, was es ist. Ich habe jetzt einfach hintergeschrieben, Redemanuskript, Hella von Kries, der Name stand oben drauf, Kandidatin der Deutschen Friedensunion zur Landtagswahl 1967 für den Wahlkreis Schöppenstedt. Ich weiß nicht, ob die jemand von den Älteren noch kennt. Die DFU war ja auch nicht so bedeutend. In diesem Papier finden sich zwei interessante, hier rot eingerahmte Textpassagen. Zum einen sagte sie 1967, dass im September 1964, als der Kreistag Wolfenbüttel einstimmig die Forderung erhob, keinen Atommüll ins Salzbergwerk Asse II, berichtigte der Abgeordnete Stövesand, ein sehr engagierter Mann gegen den Atommüll in der Asse,
berichtete der Abgeordnete Stövesand dem Kreistag, dass monatlich ca. 240 Kubikmeter Süßwasser in den Schacht 2 eintreten. Ich nehme mal an, dass es nicht 240 Kubikmeter Süßwasser, aber Salzwasser waren, die Herr Stövesand aus welchen Quellen auch immer wusste. Und wenn ich 240 durch 30 teile, dann komme ich auf 8 Kubikmeter pro Tag. 1988 wurden von 10 Kubikmetern geredet, jetzt spricht man von 12 Kubikmetern. Und das ist eine durchaus verständliche Entwicklung. Die Frage ist eben bloß, warum hat niemand bisher einen längeren Zulauf von Wässern in den Schacht bemerkt? Denn auch auf der Seite der BGE beginnt der Zufluss 1988. Herr Stövesand wusste es scheinbar schon eher. Und außerdem steht in diesem Manuskript interessanterweise ganz unten unterstrichen, die Einlagerung von Atommüll in die Asse muss rückgängig gemacht werden. In den Unterlagen, die ich gesichtet habe, die erste Forderung nach Rückholung. Interessant in den Unterlagen auch das hier. Offensichtlich war das Wort Atommüll nicht so richtig en vogue. Und dann hat das Wirtschaftsministerium Niedersachsens einen Namenswettbewerb ausgeschrieben und einen neuen Begriff zu erfinden. Und Frau Teesdorp errang den Vorschlag Kernabfall, den ausgesetzten Preis, eine Kiste Sekt. Und Sie sehen sogar ein paar Jahre später, 1971, taucht dieses Wort in einer Zeitungsüberschrift auf, als über die möglichen Einlagerung von hochradioaktiven Abfall in die Schachtanlage Asse berichtet wurde, steht da ab 1974 geplant, hochradioaktiver Kernabfall in die Asse zu bringen. Hat sich aber trotzdem nicht durchgesetzt, obwohl es bis zur Titelzeile geschafft hat. So, dann eine doch wichtige Zwischenstelle im Verständnis des Weiteren, auch der weiteren Diskussionen, ist 1979 Hans-Helge Jürgens. Und Hans-Helge Jürgens befasste sich mit etwas, da komme ich gleich nochmal drauf, dass ich im Dezember 2019 versucht habe, auch nochmal in einen kleinen lyrischen Text zu fassen, nämlich mit dem Assevogel, den Sie hier rechts sehen. Deshalb ist der da, der hat auch keine radioaktive Kugel aus dem AVR in Jülich im Schnabel, sondern nur eine ganz normale Vogelbeere. Der Assevogel ist nämlich keine Amsel. Seit Jahren trägt sie die Last, die Flut in ihrem Nacken drückt auf den schmalen Hals, auf die brüchigen Flügel, die niemand kennt, niemand sah, auf die alle bauen, die einen, dass sie halten, die anderen, dass sie brechen. Kein Star. Seismisch zitternd sitzt sie eingeklemmt zwischen Salz und Lauge, nackt, ohne Federkleid, fest in Gottes Hand, deren Ausdauer in Gottes Hand liegt, klingt ihr Gesang wie das Tröpfeln eines löchrigen Daches, auf dem nie ein Vogel saß. Die Drossel. Die Drossel ist nämlich die Gesteinsschicht, die verhindert, dass Salzwasser in größeren Mengen in die Asse eintritt und bis heute noch einigermaßen stabil geblieben ist. Denn normalerweise löst sich ja bei Zutritt von Wasser Salz auf, die Zutritte werden immer größer und letztlich säuft ein Salzbergwerk dadurch ab. Die Drossel hat es bisher verhindert und deshalb sei ihr gedankt. Und derjenige, der sich mit dieser Drossel auch sehr intensiv auseinandergesetzt hat, ist Hans-Helge Jürgens, der 1979 diese Schrift veröffentlicht hat, Atommülldeponie Salzbergwerk, Gefährdung der Biosphäre durch mangelnde Standsicherheit und das Ersaufen des Grubengebäudes. Dort wird also auch schon auf die Wassereintritte, hier kann ich Ihnen leider jetzt nicht zeigen, im oberen Bild sehen Sie diese schwarzen Pfeile herunterkommen. Das sind die Wassereintrittsstellen, die er damals auch schon angedeutet hat. Beziehungsweise er war es gar nicht allein, denn dieses Titelbild ist übernommen aus einer Arbeit von einem Herrn Proske, der bei der GSF gearbeitet oder für die GSF gearbeitet hat. Darunter sehen Sie dann jedenfalls auch schon von damals für den größten anzunehmenden Unfall des Bergwerks, dass das eben zusammenbricht, wie die anderen Gruben auch. Wenn erstmal Wasser durch das Salz durchfließt, wird das Salz aufgelöst.
die Standfestigkeit nimmt ab und das kann abrutschen. Damit hat sich also Herr Jürgens sehr intensiv und auch fachmännisch in dieser Arbeit auseinandergesetzt und gezeigt, dass die Behauptungen der großen Sicherheit, wie sie immer propagiert worden sind, so schwer haltbar sind. So, das ist die Vorgeschichte 2. Und bevor ich dann zur nächsten Geschichte komme, weshalb Sie ja möglicherweise hergekommen sind, habe ich noch einen kleinen Zwischenfolie eingeblendet, was mir aufgefallen ist bei der Beschäftigung jetzt, wenn man die Kernkraftwerke und die Endlagerprojekte in beiden deutschen Staaten nämlich mal anguckt. Die Karte links zeigt auf der einen Seite die ganzen Kernkraftwerke und sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR liegen die meisten davon zumindest, in der Bundesrepublik eher im Westen und im Südwesten und in der DDR lagen sie auch eher im Osten, in Greifswald und Rheinsberg im Osten, wahrscheinlich aufgrund der günstigen naturräumlichen Bedingungen und nicht auf der Grundlage der, oder nicht wegen der Grenze, aber interessanterweise alle Endlagerprojekte lagen genau an der Stelle, an der nämlich die beiden Staaten aufeinander stießen, sowohl Morsleben als auch die Asse, als auch Gorleben, als auch Konrad, sind die roten Punkte hier, die liegen also mittendrin, die naturräumlichen Bedingungen, die das sicherlich verursacht haben, sind halt so. Jetzt wollen wir dann zur Stasi kommen und Sie sehen, ich habe dieses Bild ja nicht umsonst gebracht. Die Endlagerprojekte und auch die Asse und Morsleben liegen nun mal in der Nähe der ehemaligen deutschen Grenze, der innerdeutschen Grenze. Für diejenigen, die noch nicht so viel sich mit der Stasi beschäftigen mussten, ich musste das vorher bisher auch noch nicht, habe ich mal aus der Webseite Stasi-Opfer.com mir die Strukturen der Stasi angesehen. Sie sehen, was es da für Hauptabteilungen alles gab. Die hatten alle römische Zahlen. Dazwischen fehlen Zahlen. Das sind dann offensichtlich mal irgendwann umstrukturierte, die dann nicht mit neuen Zahlen belegt wurden. Jedenfalls ist das, es gibt keine Informationen, dass die Nummer zum Beispiel 5, römisch 5, irgendwo noch als Hauptabteilung existiert. Da gab es wohl mal solche Nummer, aber die ist inzwischen dann, die wurde dann aufgehoben. Interessant ist, dass die Abteilung 18, Sicherung der zentralen Objekte des Staatsapparates, sich wieder mit Naturwissenschaft und Technik beschäftigt hat. Und damit sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, was der rote Faden dieses Vortrags sein soll. Es geht ja hier um Naturwissenschaft und Technik. Was Sie hier, wenn Sie genau hingucken, vermissen, was ich mich auch gefragt habe, wo ist denn eigentlich die berühmte Abteilung von Herrn Markus Wolf? Und Sie sehen, die ist hier nicht drauf. Diese Abteilung hieß auch nicht Hauptabteilung, wie ich inzwischen weiß, sondern hieß Hauptverwaltung. Sie hieß Hauptverwaltung Aufklärung, hatte ein eigenes Gebäude in Berlin, war also organisatorisch weit getrennt von diesen Abteilungen, die die DDR beobachtet haben, die jetzt hier, die, aus denen hier die Unterlagen stammen. Das hat Auswirkungen, glaube ich, auf einiges, was ich Ihnen noch zeigen werde. Die Antragsvoraussetzung beim Stasi-Unterlagenarchiv, an dem ich 2019 mal eine E-Mail geschrieben habe, ob Sie mir was zur Asse sagen könnten, was dann durch einen geschriebenen Brief ergänzt werden musste, habe ich Ihnen hier mal zusammengestellt. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Wichtig war mir, da steht halt so drin, man muss als Privatperson, wenn man einen Forschungsantrag stellt, Seriosität und Ernsthaftigkeit des Vorhabens zeigen. Das habe ich offensichtlich geschafft. Und man muss, steht auch da, beabsichtigen, das zu publizieren, was ich hiermit das erste Mal jetzt auch tue. Ich habe insgesamt dann im Februar diesen Jahres mir 9 Dokumente, 9 Aktenordner der Stasi ansehen können. Ich habe Ihnen einige davon hier mal wenigstens den Titel rausgeschrieben. Das erste Dokument von der Hauptabteilung Römisch 2, das einzige von der Hauptabteilung 2, da geht es so um Spionageabwehr, glaube ich. Seltsamerweise waren da Baupläne der Baumaßnahme Ausbau Blindschächte in der Schachtanlage Asse 2 enthalten, ein dicker, fetter Ordner, der alle Ausschreibungsunterlagen, alle Rechnungen, alle
Ja, ich weiß nicht, die Kontobewegung nicht, aber alle beteiligten Firmen, alle Ausschreibungsergebnisse mit enthalten hat und wo man sich gefragt hat, also ich wüsste nicht, dass sich in den DDR-Unternehmen daran beteiligt hat und während denn der DDR diese ganzen Unterlagen so sammeln konnte, die müssen also schon auf irgendeinem Wege in diese Hauptabteilung gekommen sein, der nicht so ganz regelkonform war, sagen wir es mal so. Daraus habe ich keine Kopien gemacht, weil ich als Strahlenschützer nichts gefunden habe. Das war eine rein bergbauliche Maßnahme. Interessant ist nur, dass es diese Unterlage gibt und wie detailliert und quasi komplett sie war. Deswegen erwähne ich es hier. Dann gab es etwas Zeitungskopien, eine Akte über die Nutzung der Kernenergie, Handel mit radioaktiven Elementen und dann zwei Akten, auf die werde ich jetzt im Weiteren eingehen. Zum einen die Akte 27231, Einbringung, Lagerung von Schadstoffen und geplanter Bau von Kernkraftwerken auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Nähe zur Staatsgrenze der DDR und eins, Behandlung und Lagerung radioaktiver Abfälle. Und ich sage gleich dazu, nach meinem Dafürhalten sind diese Titel, die jetzt hier stehen als Aktentitel, nicht von der Stasi vergeben worden, sondern jetzt von der Unterlagenbehörde beim Zusammenstellen der Akten. So, da können wir jetzt mal reingucken in diese etwas vergilbten Akten, die es dann so gibt. Die erste ohne Datum, ein Bezugsdatum mit drin ist der 19.07., muss also ein bisschen später gewesen sein. Das ist das älteste Dokument in diesen Unterlagen, das ich finden konnte, stammt aus dem Jahre 1975. Das heißt schon mal für mich ganz klar, bei der Auswahl des Bergwerks Asse als Endlager der Bundesrepublik hatte die Stasi zumindest nach diesen Unterlagen ihre Finger nicht mit im Spiel. Hier steht, wird auch von einem Herrn Fuchs, der das dann unten unterschrieben hat, rechts habe ich nochmal seine Unterschrift kopiert, nur ganz sachlich berichtet, Kaligrube Asse im Land Niedersachsen, Regierungsbezirk, Kreis. Wer in der DDR dazu was wissen könnte, die Einrichtung der Kaligrube als Endlager, steht auch ganz klar dafür, radioaktive Rückstände, wurde mir vor ca. 3 Jahren im Zusammenhang mit der Durchführung bestimmter Aufgaben der obersten Bergbehörde bekannt. Welche bestimmten Aufgaben das waren, ich habe jetzt auch nicht raus, wer der Herr Fuchs ist, aber das ist so die erste Akte und er hat dann dazu auch noch eine kleine Skizze geliefert. Fragt man sich, wieso er nicht irgendwo eine Karte, denn es gab auch in der DDR Atlanten, in den Wolfenbüttel eingezeichnet war, genommen hat. Er hat es halt so gemacht. Sieht jedenfalls ganz niedlich aus, finde ich. Dann gibt es vom 23. Juli 1975 einen Aktenvermerk. Das war nämlich der Leiter der obersten Bergbehörde der DDR, der Genosse Tröger, zur Berichterstattung beim ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates, Genossen Alfred Neumann. Weiß ich noch den Namen, der steht nicht hier, Alfred. Aber als gelernter DDR-Bürger kennt man das noch. Also der Genosse Neumann erteilte dem Leiter der obersten Bergbehörde dann den Auftrag, bis zum erstaunlich 10.8., das war am 23. Juli, bis zum 10.8. in Verbindung mit den Sicherheitsorganen festzustellen, welche Schadstoffeinlagerungen von der BRD entlang der Staatsgrenze der DDR vorgenommen worden sind und eventuelle Schadstoffauswirkungen festzustellen. Insbesondere werden da Sachen Hattingen, das geht also um den Kalibergbau in jetzt Hessen und Thüringen. Das war eigentlich der Auslöser. Es war gar nicht so sehr die Frage, was machen die da in der Asse, sondern es ging erst einmal um Umweltauswirkungen in der Grenze generell zu ermitteln und zusammenzustellen. Der Leiter der Bergbehörde bat dann darum, dass er von den Sicherheitsorganen die erforderliche Unterstützung erhält. Der Genosse Neumann wies dann den Herrn Tröger an, wenn er es mit seiner Kommission allein nicht schaffe, das muss ein bisschen später gewesen sein, das ist ein anderer Aktenvermerk schon, sich mit Bitte um Unterstützung an seine Genossen zu wenden, das fand ich, deswegen habe ich es hier mit stehen, er wüsste doch, wen er meine, der ihm bei der Aufklärung behilflich sein könnte. Und am 12.8. teilte der Genosse Tröger, also dem Löffler, Hauptmann, nehme ich mal an, soll das da unten heißen, mit, dass er gegenwärtig eine derartige Unterstützung nicht benötigt, offensichtlich auch Fachleute in der DDR schon in der Lage waren, diese Fragen soweit zu beantworten. Im Ergebnis kommt dann
am 18.08.75 eine Information des MFS, Hauptabteilung 18, in die Unterlagen rein, eine Information über die Einbringung bzw. Lagerung von Schadstoffen sowie den geplanten Bau von Kernkraftwerken. Ich gehe heute nur mal auf die Fragen Asse, also Endlagerung ein. Über die Kernkraftwerke würde ich an anderer Stelle noch mal vielleicht reden. Es wurde also festgestellt, dass die BRD in Niedersachsen entlang der Staatsgrenze zur DDR Maßnahmen durchführt, die schädliche Auswirkungen haben können und besonders im Falle eines Verteidigungszustandes eine ernste Gefahr bilden. Und dort als dritter Punkt ist aufgeführt, südöstlich von Wolfenbüttel wurde vor mehreren Jahren in der ehemaligen Kaligrube Asse 2 ein Endlager für radioaktive Rückstände, sogenannten Atommüll, eingerichtet, die nahe der Entfernung 10 Kilometer. Dort lagert ein großer Teil oder der größte Teil sogar des angefallenen Atommülls, 50.000 Fässer. 1975 rum ist das, glaube ich, eine ganz gute Schätzung, mit einbetonierten, schwach- und mittelreaktiven Rückständen, davon etwa 800 mit mittelaktiven Substanzen, also die mittelradioaktiven Abfälle hatten schon angefangen, eingelagert zu werden. Und die Lagerräume liegen bis 800 Meter tiefen Gruben bauen. Also sehr sachlich und durchaus sehr korrekt. Deswegen musste ich Ihnen das vorher nicht nochmal alles erzählen mit den entsprechenden Angaben der BGE. Die Stasi wusste das auch. Es war auch jetzt nicht so, dass sie das aus geheimdienstlichsten Spionen heraus der Bundesrepublik eruiert haben. Der größte Teil davon stand durchaus in der Presse und die wesentliche Unterlage, aus denen dort geschöpft worden sind, waren schon veröffentlichte Dokumente. Im Februar 76 gibt es dann ein streng geheimes Dokument, aus dem ich am liebsten ja gar nicht zitieren würde, aber wenn Sie mich so angucken. Also eine Einschätzung über den gegenwärtigen Stand der Behandlung und Lagerung radioaktiver Abfälle in der BRD. Dort gibt es dann eine allgemeine Situationsbeschreibung, da gibt es etwas zu den Methoden und Technologien und da gibt es dann auch unter dem Punkt 3 etwas zur Einlagerung radioaktiver Abfälle im Salzbergwerk Asse 2. Interessant ist, das ist also jetzt eine Einschätzung der Stasi, die sie aufgrund der Unterlagen, die ihr zur Verfügung standen und größtenteils muss man davon ausgehen, waren das durchaus öffentlich zugängliche Informationen, etwas eingeschätzt hat. Sie hat nämlich hier eingeschätzt, die Lagerung radioaktiver Abfälle werde von breiten Kreisen der Bevölkerung der BRD als der schwächste und gefährlichste Punkt bei der friedlichen Anwendung der Kernenergie gesehen. Das Bekanntwerden der Pläne der BRD, ein integriertes nukleares Entsorgungssystem aufzubauen, habe starke Beunruhigung hervorgerufen. Verstärkt werden die Beunruhigungen durch das Absaufen des Kali-Bergwerks Ronnenberg 1975. Das ist ein Kali-Bergwerk südwestlich von Hannover, das mit erheblichem Krach zusammengebrochen ist und große Schäden an Gebäuden auch hervorgerufen hat. Da gab es also ein kleines Erdbeben und wenn ich richtig nachgelesen habe, war eine Fläche von 40 Quadratkilometer betroffen. Das war also schon noch etwas mehr als die Erdfälle bei Fienenburg oder Hedwigsburg. Es sei nach Einschätzung der Stasi den zuständigen Stellen der BRD nicht gelungen, die Bevölkerung der BRD davon zu überzeugen, dass es in Asse und künftigen Endlagerstätten in Salzformationen nicht zu Wassereinbrüchen und nuklearen Katastrophen kommen könne. Und ich glaube, die Einschätzung ist gar nicht so schlecht gewesen. Im Kapitel 3 dieses Berichtes zur Einlagerung radioaktiver Abfälle wird dann jetzt nochmal geschrieben, was die Asse so ist, so wie sie zu erreichen ist mit der Bahn und was die Asse ist. Also in erster Linie, was Sie hier sehen, das will ich gar nicht alles vorlesen, Sachinformationen. Die Einlagerungskammern, wie hoch, wie breit, wie schön. Nach Einschätzung westdeutscher Experten reicht das nutzbare Hohlraumvolumen der Asse nur bis Ende der 80er, Anfang 90er Jahre. Und es steht auch drin, dass dann in Großversuchen mittelradioaktive und vorbereitende Untersuchungen für hochradioaktive Abfälle laufen. Das ist also alles das. Wenn ich es richtig gesehen habe, gab es natürlich auch von Seiten der DDR Personen, die an Tagungen hier teilgenommen haben, auf denen natürlich auch über die Forschungsarbeiten berichtet wurde. Und das waren im Wesentlichen, glaube ich, die Quellen. Diese handkolorierten Zeichnungen wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich weiß gar nicht, Sie sehen, so ein bisschen liegen da noch schattenartig
Risszeichnungen des Bergwerks dahinter. Wer dann das da drauf gemalt hat und wie das jetzt in die Akte gekommen ist, weiß ich nicht. Sah aber jedenfalls schön bunt aus und zeigt natürlich auch die Strukturen des Bergwerks nochmal sehr schön. Dann gibt es ein Aktenvermerk, wie liege ich denn in der Zeit? Eigentlich ist es schon fast rum, aber lassen Sie mich das hier. Das ist eigentlich das interessanteste Dokument, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte. In der Akte 40591 gibt es dann einen längeren Bericht mit einem Auszug aus einem Aktenvermerk über eine Beratung in Vorbereitung der Verabschiedung der Bedingungen für die Einlagerung schwach radioaktiver Abfälle im Bergwerk Asse. Vorher steht auch noch ein Kapitel über die Bedingungen der Einlagerung für schwach radioaktive Abfälle, die bis zu diesem Zeitpunkt galten. Dahinter gibt es eine Gebührenordnung und den Vertrag der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mit den Energieversorgungsunternehmen, der dann gelten sollte. Der Auszug aus dem Aktenvermerk hat diesen Titel hier, über eine Beratung in Vorbereitung der Verabschiedung der Bedingungen für die Einlagerung schwach radioaktiver Abfälle im Bergwerk Asse ab Januar 1976. Und wenn man dann guckt in die Teilnehmerliste, dann fällt einem sofort etwas ins Auge. Da steht nämlich zum Beispiel drinne oben, das geht ja noch, Bundesministerium für Forschung und Technologie, Innern, Klausetal wird dann schon irgendwo, da fragt man sich, das wird wohl nicht der richtige Protokollant gewesen sein. Und dann die Energieversorgungsunternehmen der BRD, der Kernindustrie der BRD. Das hat garantiert niemand geschrieben, der damals daran teilgenommen hat und niemand, der in der damaligen, in Anführungsstrichen jetzt BRD gelebt hätte, hätte so etwas in ein Protokoll geschrieben. Da standen eigentlich noch Klarnamen drin. Ich habe auch noch mal nachgefragt jetzt, man hat mir bei der Stasi-Unterlagenbehörde versichert, dass dieses Dokument so in den Unterlagen auch lag und dass es nicht durch die Stasi-Behörde jetzt irgendwo nachträglich bearbeitet worden ist, um Personen zu schützen. Geschützt wurden offensichtlich oder anonymisiert wurden die offensichtlich schon eher, nämlich meine Interpretation ist die, dass beim Übergang von der Hauptverwaltung A in die hiesigen Hauptabteilungen der Stasi schon dafür gesorgt wurde, dass nur die Sachinformationen, die man brauchte, darüber gereicht wurden und nicht auch noch Informationen, die darüber hinausgingen. Und insofern heißen die Leute hier, die dort gesprochen haben, Herr A, Herr B und Herr C. Und ich habe versucht, so ein bisschen, jetzt mal gucken, zuzuordnen, wer hier eigentlich was gewesen sein könnte, in welcher Rolle. Wo habe ich jetzt meinen Zettel dazu? Ja, Herr A, nehme ich also mal an, würde entweder beim BMBF, also dem Forschungsministerium gewesen sein, als derjenige, der begrüßt, oder bei der Gesellschaft für Strahlenforschung. Der hat nur dort eingefügt. Dann geht es schon mal los, dass ein Vertreter der Aufsichts- und Genehmigungsbehörde, das lese ich jetzt so, das war das Bergamt, entweder das Oberbergamt oder das Bergamt, ging Herr D. dann auf die Stellungnahme eines Ad-hoc-Betreiberausschusses ein und er widersprach einer Sicherheitsbetrachtung, die offensichtlich, wenn ich das hier so lese, nämlich dazu gedacht war, dass man oberhalb der 750-Meter-Sohle unfixierte Abfälle einlagern wollte. Denn hier steht, er widersprach, dass unter Berücksichtigung der langfristigen Sicherheit, hat er gefordert, also keine unfixierten Abfälle eingelagert werden sollen. Da gab es also offensichtlich solche Überlegungen, so etwas zu tun und auch entsprechende Sicherheitsbetrachtungen dazu. Der Herr E., das kann also nur jemand gewesen sein, der zur GSF dazugehörte, hat die neuen Annahmebedingungen erläutert, die dort gelten sollten, auch für welche Ausnahmen, die Messwerte der Dosisleistungen, wo es nicht gelten sollte und was in neu hinzugekommen war. Und es war dann auch genannt auf Punkt 4 der Annahmebedingungen, welche Institutionen schwach aktive Abfälle abliefern kann.
Interessant fand ich als Physiker jetzt mal diesen Passus hier, deswegen habe ich ihn nochmal rauskopiert. Bei der Diskussion um die zulässige Alpha-Aktivität der Abfälle wird von der GSF zugesichert, die Werte der Kategorien Alpha, nehme ich mal an, soll das heißen AE und AF, nochmal zu überprüfen und eventuell um den Faktor 5 bis 10 zu erhöhen. Da haben die Herren Y und Z Bedenken an den Modellvorstellungen geäußert, die jedoch entkräftet werden konnten. Und Herr H. hat darauf hingewiesen, dass neue Modellvorstellungen von dritter Seite willkommen sind, sofern sie nicht die Erhöhung um Faktor 5 bis 10 stören. Herr Z. hat dann auch noch mal Bedenken angemeldet, weil er die Beschränkungen der Alpha-Aktivitäten, weil die nicht zu kontrollieren seien. Da hat er natürlich nämlich recht, da hat er einen ganz wunden Punkt getroffen. Die Alpha-Aktivität kann man außerhalb eines Fasses gar nicht messen. Das heißt, wenn ich reine Alpha-Strahler in einem Fass habe, sehe ich außen nichts. Die meisten von denen haben eine gewisse Gamma-Begleitstrahlung, aber es ist sehr schwer, einen Behälter, der nur Alpha oder vorrangig nur Alpha-aktive Radionuklidheiten messtechnisch von außen zu kontrollieren. Und in diesem Punkt herrschte deshalb übereinstimmend die Meinung, dass ein gewisser Bilanzausgleich nicht zu vermeiden sei. Was man immer auch damit dann gemeint hat, also nach dem Motto, ja. Man soll aber dafür sorgen, dass die Alpha-Abfälle nicht unter Ausnutzung der Maximalwerte verschnitten werden, also so ganz ohne alles sollte es schon nicht sein. Dann hat ein Herr R., den ich den Betreibern der Kernkraftwerksseite oder der Abliefererseite zuordnen würde, versucht, Vertragsverstöße zu definieren. Paragraph 6 sagt nämlich was zu den Fristen, mit denen man abliefern kann und wann die GSF etwas kündigen konnte. Die hatte immer so Verträge über ein Jahr gemacht und hat dann auch gefordert, die Bedingungen, die sie definiert hat, müssen eingehalten sein und wollte dann mit relativ weichen Formulierungen, wenn ich es richtig verstehe, dort auch gegen vorgehen können, wenn jemand nicht konform abliefert. Da hat also jemand, nehme ich mal an, Herr R., von der Seite derjenigen, die Abfälle hatten, so etwas versucht oder jemand, der versucht hat, diese Vertragsverschlüsse genauer zu definieren. Das wurde dann also zurückgewiesen. Und die Bedenken, dass man diese Frist, dass man die Verträge mit Jahresfrist kündigen konnte, diese Bedenken konnten auch zerstreut werden. Und der Einwand, dass die GSF die Sicherheitsphilosophie für das Endlager Asse geändert habe und deshalb die Anlagebedingungen verschärft habe, konnte ebenfalls mühelos entkräftet werden. Dass man dabei thoriumhaltige Abfälle weitestgehend vergessen hatte, die inzwischen 80 Tonnen an Material am Inventar ausmachen, wurde als Versehen zugestanden. Und interessant auch, eine Diskussion über tritiumhaltige Abfälle endet mit der übereinstimmenden Meinung, dass ein Bergwerk der denkbar schlechteste Endlagerort für derartige Abfälle ist und deshalb die Regelung nicht erweitert werden kann. Wenn man sieht, dass trotzdem offensichtlich aus dem Versuchsreaktor AVR in Jülich erhebliche Mengen, auch viel höhere Mengen an Tritium in die Asse gekommen sind, die nämlich dazu führen, dass immer noch deutlich Tritium aus den Asse-Inventaren ausgast, dann sieht man, ja, diese Meinung war da, aber irgendwo ist es dann trotzdem passiert. Meine Erkenntnisse vielleicht zusammengefasst zu der ganzen Geschichte, die Stasi war meines Erachtens nicht per se an der Asse interessiert. Sie ist darauf gestoßen worden aus Gründen, allgemein sich für Dinge zu interessieren, die in der Bundesrepublik ablaufen und speziell diesen konkreten Fall mit den Kali-Laugen in Thüringen und Hessen. Sie hat in erster Linie natürlich öffentliche Informationen ausgewertet und durch eigene Fachleute bewertet. Und diese Fachleute, wie Sie gesehen haben, haben eigentlich gar nicht mal so schlechte Ahnung gehabt. Es hat aber, nach dem, was ich sehe, jedenfalls keine Beeinflussung politischer oder fachlicher Entscheidungen zur Asse stattgefunden. Es ist auch keine ständige Quelle im Forschungsumfeld erkennbar, aber offensichtlich gab es ein paar undichte Stellen im Vergabewesen und dieser Aktenvermerk, den ich Ihnen eben gezeigt habe, ist auch sicherlich nicht auf dem normalen Dienstweg in die Akte gekommen.
Die Akten erzählen noch ein paar hübsche Geschichten über Kernenergiepolitik und Wirtschaft, aber das können wir woanders machen. Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz die Geschichte 4, hatte ich Ihnen ja angedeutet. Und da Horst Splött am Anfang ja auch 5 Minuten geredet hat, habe ich vielleicht noch 5 Minuten Zeit. Die beginnt 2008 mit meinem Start in die Asse, ebenfalls als wissenschaftliche Fachberatung des damaligen Umweltministeriums. Ich war gerade frisch in die SSK berufen worden und da ploppte das Asse-Problem hoch und ich habe geguckt, die Fotos stammen vom 18. Juli 2008. Also es war ziemlich gut am Jahrestag jetzt dazu zu reden. Da sehen Sie uns unten in der Asse noch mit, ich glaube mich zu erinnern, mit Sommerschuhen. Da gab es also noch nicht, und einen Kittel hat man uns gegeben, zum unten Helm natürlich, aber nichts mit Umkleiden, wie jetzt das üblich ist. Und rechts das Bild, das ist insofern vielleicht ein historisches, hübsches Foto, das man damals machen konnte. Das ist der Laugensumpf vor der Kammer 12, aus dem ja die radioaktiv kontaminierte Lauge dann abgepumpt und in das Schachttiefste gebracht wurde. Das war letztlich der Auslöser. Diese Lauge vor diesem Schacht war der Auslöser dafür, dass diese ganzen Prozesse in Gang gekommen sind, die dann stattfanden, nämlich dass die Asse unter Atomrecht gestellt wurde, dass den Forderungen der Bürgerbewegung, die es schon seit 2001 gab, nämlich nach Atomrecht und Rückholung, zumindest mit der Unterstellung nach Atomrecht, Rechnung getragen wurde. 2009 wurde der Betrieb der Schachtanlage an das BFS übertragen. 2010 gab es den Richtungsentscheid des BFS zur Rückholung und 2013 die Lex Asse, mit der die Rückholung als gesetzlicher Auftrag definiert wurde. Und Sie sehen, in dieser Aufzählung habe ich rechts wieder das fehlende Wort. Das fehlende Wort, was dann nämlich nirgendwo vorkam, wohin mit den rückgeholten Abfällen. Ich habe dann 2012 in der großen Schule, in der die unter Physikern zumindest bekannten Herren Elster und Geitel in Wolfenbüttel mal gelehrt hatten, einen Vortrag halten dürfen und auch dieses Thema des annahmebereiten Endlagers damals schon angesprochen. Herr Röhrmann war etwas entsetzt, dass ich sagte, wenn man ein Zwischenlager hier auf die Asse baut, von dem man nicht weiß, wie lange es stehen wird und bei dem niemand sucht, wo ein Endlager dann eigentlich mal hin, wo der Abfall mal wirklich hin soll, baut man hier oben ein Endlager. Da war er darüber sehr empört. Ich lese aber jetzt aus allen Stellungnahmen, dass da zwar ein Lager gebaut werden soll, aber auch niemand weiß, wie lange das dort stehen soll. Diese Broschüre habe ich damals dann geschrieben für meine Fachkollegen, die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt. Und hier dieses Foto habe ich von der Frau Bollmeier, der damaligen Samtgemeindebürgermeisterin, glaube ich, der Samtgemeinde Asse, deswegen, die heißt ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so, aber damals so bekommen. Deswegen, und das zeigt sehr schön die Asse. Sie sehen, jetzt kann ich Ihnen leider das hier nicht zeigen, weil der Pointer fehlt, aber ich hoffe, dass Sie es erkennen können, mitten auf diesem Hügel, mitten im Wald, die braune Fläche, die dort abfällt, darunter ist die Schachtanlage Asse, links daneben zu sehen in dem Tal. Und oben drüber ein grüner Fleck, biologisch, biotopisch nicht besonders wertvoll, nehme ich mal an, der sich jetzt nach den neuesten Planungen eignet, um dort die Zukunft der Schachtanlage Asse ab 2033 hinzubauen. Die Zukunft der Schachtanlage Asse sieht nach den jetzigen Planungen, ganz frisch jetzt rausgekommen, die Einblicke 14 der BGE so aus, dass auf diese Höhe, die dort noch als Acker eben erkennbar war, ein Zwischenlager, ein Lager gebaut wird, in dem ab 2033 dann der rückgeholte Abfall aus der Schachtanlage eingelagert werden soll. Und die jetzigen Planungen gehen davon aus, dass man bis zum Jahre 2060 wohl brauchen wird, um die Abfälle zurückzuholen, wenn alles normal läuft. Und als ich das so gesehen habe, ist mir dieses schöne Bild wieder eingefallen mit der Kiste Sekt. Und man könnte ja, da das Wort Zwischenlager vielleicht auch nicht mehr so ganz zutrifft, ein Endlager allerdings auch vielleicht nicht der richtige Begriff ist,
nochmal einen Wettbewerb ausschreiben, wie man dieses Lager benennen könnte. Ich hatte schon mal mir so ganz kühn gedacht, es sind ja jetzt immer so etwas Kunstworte im Schwange. Budaköl wäre vielleicht nicht schlecht. Bube, Dame, König, Lager, die haben alle damit zu tun gehabt, muss man aber nicht nehmen. Jede wirklich gute Geschichte endet dann irgendwo im Dunkeln. Jetzt sind wir dicht vor dem Dunkeln gelandet. Und da ich die AG Literatur hier auch vertreten möchte, lassen Sie mich ruhig nochmal mit einem kleinen Text von mir abschließen, der aus dem Band stammt, den wir dann am 7.8. vielleicht nochmal aufführen wollen hier in der Region. Ich bedanke mich schon mal vorab und lese noch mal kurz vor ein Gedicht aus diesem Band, Asse 2. Es gibt vergrabene Träume, es gibt geborstene Sätze. Es gibt nur Macht über Räume, die Zeit hat eigene Gesetze. Marodes kann man stützen, auf Lügen kann man bauen, im Treibsand kann man sitzen und fest dem Wind vertrauen. Mit Ängsten kann man treiben, mit Asse kann man stechen. Doch das, was war, wird bleiben und das, was kommt, wird brechen. Danke. Ja, lieber Rainer, das waren tolle Einblicke in die Asse, so wie ich sie noch nie gesehen habe. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dich zu befragen. Hier aus dem Publikum und natürlich auch im Chat. Gerne. Gibt es Fragen aus dem Publikum zu dem Thema Asse und was ihr gerade von dem Rainer gehört habt oder auch zu seinen literarischen Einblicken in das Thema? Bitte. Bitte geht da vorne rechts und links sind Mikrofone. Bitte einmal ans Mikrofon gehen, damit das auch im Chat hörbar ist. Ja, mein Name ist Rainer Tübener. Hört man das? Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ich kenne die Originalgenehmigungsunterlagen der Asse. Da lagen die mal komplett vor. Zum 31.12.75 sind die Genehmigungsunterlagen für die Asse für alle Arten ausgelaufen. Und dann hat es zum 1. Januar 1976 Neugenehmigungen gegeben. Ob die jetzt Mitte Dezember waren, weiß ich jetzt nicht das Datum. Vorher muss es da mit dem Verantwortlichen Westdeutschland ein Gespräch gegeben haben. Also müssten doch aus der Stasi-Akte, die Sie da haben, da müssten doch die Namen, wenn das richtig ist, mit den Nachnamen der Personen zuordnbar sein. Wenn man ist denn die Tagung zur Neugenehmigung nicht bekannt vom Deutschen Atomforum bis? Also das war hier keine, was ich daraus berichtet habe, war ja keine Tagung, sondern es war eine interne Besprechung, aus der es ein Protokoll offensichtlich bis in die Akten der Hauptverwaltung 18 der Stasi geschafft hat, wie auf welchen Wegen auch immer. Und ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, sagen wir mal, die ganzen, das müsste man jetzt noch mal aufarbeiten, sicherlich mit Historikern und vergleichen, wer war damals, was war das für eine Besprechung. Es ging also offensichtlich um die Neudefinition der Einlagerungsbedingungen in der Asse. Interessant sind dann eben auch, das war für mich zumindest interessant, die Diskussionen über Sicherheitsphilosophie und Ansätze, wie man das weitertreiben sollte. Aber mehr ist eben in diesen Akten, die ich jetzt aus der Stasi bekommen habe, auch nicht abzuleiten. Jedenfalls nicht ohne weiteren Bezug zu anderen historischen Akten. Okay. Auch bitte da rechts das Mikrofon nutzen. Mein Name ist Wilfried Andacht, ich komme aus Wolfsburg. Ich habe auch die erste schon mal besucht, habe dann in der Zeitung gelesen, dass Tanklastwagen vorfahren, um das Wasser der Asse nach Lüneburg zu verbringen. Und ich bin immer noch nicht fertig mit der Situation, dass eben ungeordnet per Abkippen diese Fässer da reingebracht wurden. Und die Gefahr besteht, dass natürlich die Fässer auch bersten beim Abkippen und natürlich dann Wasser aus diesem Bergwerk mit irgendwelchen Atomgehalten in die Landschaft geht. Danke. Ja, also da muss man jetzt verschiedene Dinge vielleicht an der Stelle nochmal auseinandernehmen. Zum einen, solange die Asse Schachtgrube oder Grube so betrieben wird, wie sie jetzt betrieben wird, wird das reinlaufende Wasser
auf so 500 Meter Sohle oder 460 Meter Sohle gefasst, ist immer noch leicht Tritium kontaminiert, unterhalb der Grenzwerte zwar, aber messbar kontaminiert, weil in der Grube überall in der Luft viel Tritium ist, wird dann abgepumpt und regelmäßig in eine Kaligrube in der Nähe von Hannover gebracht und dort versenkt. Das ist erstmal das, was jetzt an Laugen im Augenblick zuläuft, die aus der Kaligrube Asse 2 entfernt werden können. Das andere sind natürlich die Laugen, die ganz unten auf der 750 Meter Sohle zulaufen, was ich Ihnen auch gezeigt habe. Da kommt natürlich auch weiterhin, offensichtlich sickert da Wasser durch die Kammer 12 durch. Dort wird Radioaktivität schon seit langem ausgewaschen und ausgetragen. Diese Lösungen werden im Augenblick, soweit ich es weiß, zementiert und einbetoniert unter Tage. Und damit sind die erst einmal, ja, nicht weg, aber als Lösungen weg, aber die Radioaktivität sitzt dann in irgendwelchen Sorellbetonen, die dort zum Ausbau genutzt werden. Die Frage, ob das in die Umgebung kommt im Augenblick ja nichts, weil alles Wasser in die Grube reinläuft. Das würde erst dann passieren, wenn die Grube voll ist und es dann Wasserwegsamkeiten gibt, die sich aus der Grube einen Weg nach oben bahnen. Das ist im Augenblick aber nicht der Fall. Wasser kommt im Augenblick eigentlich nur auf dem technischen Wege aus der Grube raus, nicht auf natürlichem. Und ach so, und vielleicht noch eine Bemerkung, lassen Sie mich auch noch machen, weil Sie sagen, das wurde so abgekippt, ne? Weil das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis oder ein Teilmissverständnis bei vielen, nach dem Motto, die haben ja damals geschludert. Als Strahlenschützer, ich habe jetzt das Diagramm nicht da, sieht man sehr schön, dass diese Technologie des Abkippens dazu beigetragen hat, dass die Personen, die Beschäftigten in der Schachtanlage damals deutlich weniger Strahlenexposition erhalten haben als vorher, als das alles schön gestapelt wurde. Da standen die nämlich daneben. So wurde die Krux an der Geschichte ist bloß die, es war ja nie ein Endlager. Es war ja, sagen wir mal, deklariert, so ungefähr, man müsste es, am Anfang hieß es ja, es muss rückholbar sein. Das war sogar ganz am Anfang so. Und damit wurde natürlich de facto dieses Versprechen der Rückholbarkeit und das ganze Konzept, was dahinter ad absurdum geführt. Ne? Vom Strahlenschutz her gesehen war das richtig, aber es war natürlich völlig falsch von dem Gesamtkonzept, unter dem es abgelaufen ist. Und das ist sozusagen für mich immer der Widerspruch an dieser Stelle. Der offenbarte eben, dass man gedacht hat, naja, rauskriegt sowieso keiner mehr und dann können wir es auch schnell hinkippen. Das ist so ein bisschen die Geschichte, glaube ich, dahinter. Okay. Vielen Dank, Rainer. Ich sehe hier keine Meldung mehr. Ich habe auch gerade noch in den Chat geguckt. Ich habe da jetzt gerade nichts gesehen. Ich bedanke mich da ganz herzlich bei dir, Rainer. Wir werden jetzt noch ins KUFA Café gehen. Alle, die hier sind, können da mitgehen. Wir machen eine kleine Pause. Ihr im Chat leider müsst mit dem Vorlieb nehmen, was ihr zu Hause habt. Vielen Dank für den hervorragenden Vortrag. Vielen Dank fürs Hiersein und bis gleich.